Vielen Dank, TK. Ich schließe mich unbedingt seinen Worten an und möchte kurz und knapp nur noch sagen, ich glaube, die meisten Menschen haben gar nicht das Ziel aus den Augen verloren und wissen nicht mehr angeblich, warum wir stehen. Mir persönlich ist das Ziel nicht abhanden gekommen. Mein größtes Problem in diesem Land besteht darin, dass Grundrechte massiv eingeschränkt wurden, dass die ganze Thematik nicht vernünftig sachlich aufgearbeitet wird, dass nicht über oder nur schleppend über aktuelle brennende politische Themen öffentlich berichtet wird in den Medien. Wir hätten heute noch einen schönen Redebeitrag gebrauchen können, was sich im Europäischen Parlament momentan zuträgt, um das allen bekannt zu machen. Und auch meine persönliche Motivation hat sich nicht geändert. Es sind immer noch die Kinder und nochmals die Kinder. Ich habe zum wiederholten Male ein persönliches Geschenk zweier Fans nicht, aber Unterstützer, Befürworter der ganz jungen oder jüngeren Generation bekommen. Ich danke euch, dass ihr für uns kämpft. Selbstverständlich gerne und ich werde nicht damit aufhören, solange ich kann. Wir brauchen uns nicht fragen oder die Woche vorher fragen, warum es weniger Teilnehmer in Wolgast werden, wenn einzig und allein ein Redebeitrag dazu führt, dass 30 Personen den Platz verlassen auf einen Hieb. Und nicht jemand dazwischen, jetzt bin ich schon wieder weg. Und ich finde es wirklich tatsächlich unverantwortlich und unvernünftig, dass man mit ganz wenigen Dingen mit dem Arsch tatsächlich einreißt, das, was man gerade mit den Händen vorher aufgebaut hat, nicht mehr mit den eigenen. Das ist für mich enttäuschend. Aber ich mache so eine Aktion ja schon ein bisschen länger. Hat ja angefangen irgendwann im November 2020 und muss tatsächlich sagen, während dieser Zeit sind mir auch die ein oder anderen eigenartigen oder speziellen Menschen untergekommen, aber ganz, ganz viele Menschen, die sich schon seit Ewigkeiten hier in Mecklenburg-Vorpommern einsetzen, auf der Straße sind, Demonstrationen organisieren und durchführen, die mit dem Herzen dabei sind und aus den gleichen Motiven auf der Straße sind, wie ich selber auch. Nicht, weil ich persönlich nichts Besseres zu tun habe, mich irgendwie profilieren zu müssen, sondern für die Menschen, die es nicht mehr oder noch nicht können. Und für die sollten wir weiterhin da sein, weil die ganze Nummer, die geht sonst nach hinten los hier. Danke allen Menschen, die heute auch wieder dazu beigetragen haben, dass diese Versammlung so abgelaufen ist, wie sie abgelaufen ist, friedlich, laut, trotz weniger Teilnehmer, eine Lautstärke, wie sonst die doppelte Anzahl erreicht hat. Neu und besorgniserregend in Wolgast ist der Umstand, dass unser langfristiger Begleiter, der ältere Herr, der sich immer an die Schädeldecke gehauen hat, da oben in dem Fenster, nicht mehr da war. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen tatsächlich. Was gibt es sonst noch Neues? Janich und Ballweg sind immer noch im Knast. Olaf Scholz läuft frei rum. Und an dieser Stelle bleibt eigentlich nur eins zu sagen, neben den abschließenden Worten, euch einen guten Heimweg zu wünschen,
zu wünschen, dass ihr auch nächsten Dienstag wiederkommt. Wir werden hier sein. Und an dieser Stelle bleibt nur noch eins zu sagen. Auch heute Abend möchte ich an dieser Stelle der amtierenden Bundesregierung meine tiefste Verachtung aussprechen. Ja! Komm, komm. Ja, danke. Bitte? Sehr gerne. Kommt gut nach Hause. Wir sehen uns am nächsten Dienstag. Euch allen alles Gute bis dahin. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.